Willkommen im neuen Final Fantasy Part. Jawohl, jetzt geht's dem Deus Drachen endlich mal an den Kragen. Genau. Meine Strategie ist halt die Masamune Genji Armreif Berserk MPTP Taktik. Es gibt natürlich auch noch die normale Taktik, indem ihr euch dauerhaft einfach nur heilen könnt und auf den drauf kloppen könnt. Wenn ihr diese Taktik bevorzugt, würde ich euch für die Kopfbedeckung auf jeden Fall weiße Masken empfehlen. Er ist zwar auch vom Typ heilig, oder vom Typ Schatten, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Ne, ich glaube Excalibur macht Schaden, also ist er vom Typ Schatten. Aber kann eine Heilig-Attacke und die könnt ihr halt mit weißen Masken absorbieren. Ja, mal gucken, wie meine Taktik klappt. Eigentlich ganz gut. Wir benutzen den Rostschlüssel und dann geht's auch los. Deusdrache, irgendwas mit 8,5 Millionen HP oder noch mehr, keine Ahnung. Die Klugscheißer unter euch werden es mir eh gleich schreiben. So, da ist auch schon der Gute. Ja. Muss dazu sagen, Moment, wir lassen ihn natürlich erstmal aufbauen. Er hat verdammt viele kleine Energieleisten unter der großen Energieleiste. Jetzt fragt mich nicht, wie viel jede einzelne Passage hat. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es viel. Protes Valum Hass, klar, natürlich. Wirken wir zuerst einen Bann. Jeder bekommt seine Gambits an. Und ja. Und man muss dazu sagen, dass ich mein Team um den Drachen rum verteilen werde. Natürlich ist Ash der Tank. Und Armor wird halt leider, hält leider nicht lang an. Reverse hält noch kürzer an. Also wirklich nur ein paar Sekunden. Es kann sein, dass er sich, wenn Armor nachlässt, sich umdreht und die anderen tötet. Deshalb muss ich sie mit Schutz irgendwie wiederbeleben. Ist zwar ein bisschen nervig, aber so funktioniert es halt. Was gibt's noch zu erwähnen? Ja, seine normale Auto-Attack kann ab und zu mal einen Instant Kill. Das ist natürlich äußerst nervig, aber dagegen gibt's halt leider nichts zu tun. So, meine Jungs stellen sich jetzt hinten hin. MPTP-Trick, jeder schmeißt einen Bacchus-Tropfen ein. Klappt das da hinten? Der erste hat Berserk, der zweite noch nicht. Und ihr seht, ich bin wirklich nur fürs Reverse, also Umkehr, zuständig. Und hinten wird drauf gekloppt mit den Kombos. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Sobald Reverse nachlässt, sofort erneuern. Eben hat er einen gekillt. Das passt mir auch ziemlich gut, denn dann kann ich Bashi hin versetzen. Und wenn ihr euch mal auf der Karte oben rechts unsere Standpunkte anschaut, also wenn er diese eine Mega-Attacke durchzieht, für diesen extra Abspann gibt, wird wirklich nur einer getroffen, und zwar nämlich Ash. Und wenn sie Umkehr anhat, heilt mich die Scheiße ja eh, von daher. Ach, was mache ich denn? Ich muss Bashi auch befehlen anzugreifen, sonst kommt er ja gar nicht mehr klar mit seinem MPTP-Scheiß. So, alle paar Balken wird er diese Attacke auch durchführen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie sich nennt. Werden wir dann ja gleich sehen. Ja, Bashi ist auch soweit. Schmeißt Bacchus-Tropfen ein. Köder hat nachgelassen. Verdammt. Wahn geht zu Boden. Währenddessen haut Bashi drauf. Und ihr seht die Energie. Mit dieser Taktik geht die Energie ratzfatz down von ihm. Später wird es noch etwas anspruchsvoller, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ja, da kommt sie. Diese heilige Attacke könnt ihr mit den weißen Masken vorbeugen. Aber wenn mein Reverse noch drauf ist, macht sie mir eh keinen Schaden. Ah ne, war gerade nicht drauf. Doch, war drauf. Oh ne, ich hab Schaden. Scheiße.
Ich merke auch gerade, ich bin sehr unkonzentriert. Ich muss die Jungs hier immer einmal draufhauen lassen. Ash, renn! Auch revers! Oh! Das war knapp. Okay, jetzt muss ich kurz aufpassen. Basch ist soweit. Was macht Warn? Schmeißt gerade ein paar Tropfen ein. Ah, perfekt. So, jetzt geht's wieder drauf kloppen. Und sie stehen sehr gut, meine Leute. Reverse, alle paar Sekunden erneuern. Dings habe ich noch drauf. Wunderbar. Hast habe ich auch noch. Den kurzen Moment nutze ich. Und wie, ich kann meinem Team keine Hast geben. Oh, scheiße. Ich wollte Penelo weil Hast geben für später, weil irgendwann stirbt mir auch mal Ash weg. So, und die Jungs kloppen einfach nur von hinten drauf. Ihr seht, wie die Energie oben runter rasselt. Das ist einfach nur zu geil. Ja, und da war diese berühmte plötzlich Todattacke, die ich so hasse an ihm. Jetzt muss Penelo rein. Allererstes Mal Armor. Ach, du bist ein Arschloch, ey. Jetzt zieht er die Scheiße wieder ab. Ja, das ist halt sehr nervig. Oh. Ja, ganz toll. Echt super gemacht. Verdammter Scheißkerl. Ball 4, Schutzengel. Schnell. Noch ein Schutzengel, danke. Und am besten machst du gleich nochmal einen Schutzengel. Auf Warn. Was dauert denn das so lang? Und am besten gleich nochmal ein Schutzengel. Auf Basch, du bist so ein bisschen gerade der Schutzengel-Sklave, ne? Oh, und hat Anti gemacht. Anti ist natürlich super schwul. So. Sich selber nochmal schnell heilen. Petri-Atem kommt auch. Dann haben die Leute Stein, ist auch ziemlich nervig. Jetzt möchte ich bald 4. Nein, das machst du nicht. Nein, das machst du nicht. Du sollst die Leute nicht heilen, wenn sie im Reverse-Zustand sind. Es geht nur nach hinten los. Ja. Ball 4 raus, Basch rein. Meine Goldnadel werfen. Oh, es ist alles gerade ein bisschen hektisch. Gut, Penelo kann jetzt auch wieder raus. Und Warn kann rein. So. Basch wiederbeleben. Ah, okay, sehr gut. Ihr kommt von alleine klar. Und ich schlag mich mal selbst. Brauche nämlich Energie von Reverse. Ich habe schon wieder Stein auf mir, merke ich gerade. So, das Team ist soweit okay. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. So, oh, wir kommen doch eigentlich ganz gut voran mit der Energie. Eisgar ist nervig. Schnell Reverse zaubern. Ich kann mir selbst mal eine verpassen. Okay, Goldnadel. Was zu knapp wird.
Och nein, ich hasse es. Amor ist wieder rum. Er tötet meine Leute hinten. Scheißkerl, Elender. Das ist so nervig. Das ist echt so nervig. So. Schnell Reverse zaubern. Rasch einmal draufhauen lassen. Schutzengel. Nochmal Reverse. Warn draufhauen lassen. Zurück auf Ash wechseln. Oh, es ist echt Arbeit, der Kampf. Es ist echt Arbeit, wenn man mit dieser Taktik rangehen will. Aber ich finde die Taktik gut. Und warum stehen wir so weit am Rand, verdammt? Oh, und zum ungünstigsten Moment, wenn Dupli weg ist und Reverse weg ist, zieht er die Kacke hier ab, ne? Du hast hier echt ein Timing. Verdammtes Mist. Wenn ich Pech habe, ist Ash jetzt tot. Ja. Penelo, hopp, mach was. Sag mal, hast du nicht... Du hast doch die verdammte Ente drauf. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen verdammten Bastard. Warn. Tu was für dein verdammtes Geld. Jetzt kommt die Todesattacke, Alter. Das darf nicht wahr sein. Ey. Was soll die Scheiße? Oh, Balfi hat die Gambits aus. Ey. Ja, mach gleich mal Schutzengel auf. Trottel. Wenn du eh schon dabei bist, machst du Schutzengel noch auf den anderen Trottel. Oh, also so ein schlechtes Timing hatte ich ja noch nie in dem Kampf, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, Balfier, dich braucht keiner mehr. Gambits aus. Nein, hier wird nicht gezaubert. Haut mich auf. So, weg mit dir, Basch rein. Auf Penelo wechseln. Da wäre es eiskalt, Arschloch, weg hier. Jetzt trifft es natürlich wieder alle. Wetten, es trifft natürlich wieder alle. So, komm. Waren. Ey, diese Wand, ne? Jetzt hat er sie schon wieder umgebracht. Ich rast aus, Alter. Ich rast aus. Was machst du jetzt für eine Scheiße? Verfluchte Fuck. Köder. Wär's. Moment. So. Wo sind wir? Goldnadeln. Phönixfedern. Alles. Ah, genau. Wieso gebe ich mir ja eigentlich den Stress mit Schutzengel? Für den NPT-Betrieb ist es scheißegal. Kann ich auch genauso gut Phönixfedern werfen. So.
Vollgar. Schnell Reverse. So, jetzt haut endlich mal wieder ein bisschen drauf da hinten. Ich muss hier vorankommen. Amor, 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 Amor. Der erste ist schon verreckt. Ja, heil mich, du blöder Idiot. Heil mich. Komm, Warnhaut drauf. Oh, jetzt kommt's wieder. Und natürlich genau dann, wenn Reverse weg ist. Das müsste ich aber. Ich hoffe doch mal überleben. Ich glaube, das Ding macht so um die 5000 Schaden. Wenn ich Pech habe, kriege ich Stopp ab. Wieso wurde ich denn jetzt geheilt? Ich hatte keinen Reverse mehr auf dem drauf. Das müssen wir jetzt nicht kapieren, oder? Na gut, ich beschwere mich mal nicht. Ha, Amor bleibt. Er zieht gerade eher auf mich. Nein, du tötest den jetzt nicht. Oh, du bist eine elende Ratte. Weißt du das eigentlich? Du nerviges Mistvieh. Naja, dann kloppt wenigstens Basch auf dich drauf. Und deshalb sage ich, splittet eure Gruppen ab, weil manchmal macht er auch Petriat im Vollgar Blitzgar irgend so eine Kacke. Und dann werden halt gleich beide Damage-Dealer gekillt. Und so kann wenigstens einer noch nach wie vor weiter draufhauen. Ja, da kommt schon mal eine Elfer-Kombo raus. Sehr gut. Hab ich noch die Ente? Ja, ich hab noch die Ente. Die muss aber auch jeden Moment wieder weg sein. Oh, shit. Ach nee, jetzt weiß ich, warum die Scheiße nicht heilt. Wegen dem weißen Ring. Der ist ja auch von heilig. Der Rest habe ich jetzt gerade mal nicht drauf. Bin knapp an Energie, weil er mir Anti gegeben hat. Jo, geheilt. Aber dafür habe ich Stopp. Hm, toll. Hier, schmeiß mal Chronos Trainer auf Ash. Ach so, ja genau. Und dann heilst du mir erstmal zuallererst mal Penelo wieder. Dann kannst du von mir aus Warn heilen. Basch ist auch wieder da. Und dann gehst du wieder weg. So, gut. Alle wieder am Leben. Wo ist meine Ash? Das war eine blöde Frage. Nee, du. Mach mal schnell Schutzengel. So viel zu dem Thema. Wir holen mal Pinello rein. Bei Penelo machen wir dasselbe Spielchen jetzt mal. Gambit. Weg mit dem Schutzengel und eine Phönixfeder. Oh, das war knapp.
So, Jungs, haut hinten drauf, na los. Oh, der kriegt's da drüben die ganze Zeit nicht gebacken mit seinem... und Wahn ist fast tot. Beziehungsweise Stein wirkt. Du brauchst auch eine Goldnadel. Hau dich mal selbst. Muss Ash wieder beleben. Och, jetzt kommt da so ein One-Hit, ey. Oh, gerade wo es gut läuft, ne? Oh, es ist ja jetzt nicht wahr.